Die dritte Anfrage beschäftigt sich mit dem Thema wissenschaftsfeindliche Aussagen zur Schutzimpfung gegen das SARS-CoV-2-Virus an der Freien Waldorfschule. Die Anfrage ist unterzeichnet von der Abgeordneten Miriam Strunge, Sophia Leonidakis und Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Runge, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir fragen den Senat. Erstens, hat der Senat den Bericht auf dem zur Waldorfpädagogik kritisch aufklärenden Blog anthroposophie.blog über ein impffeindliches Pamphlet, das jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, eines Bremer Waldorflehrers zur Kenntnis genommen und wie bewertet er dieses? Zweitens, liegen dem Senat Erkenntnisse über Impfverweigerungen und impffeindliche Publikationen in Bezug auf Schutzimpfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus an den Freien Waldorfschulen der Stadtgemeinde Bremen vor? Drittens, wie stellt der Senat vor dem Hintergrund wiederholt wissenschaftsfeindlicher Aussagen aus dem anthroposophischen Spektrum sicher, dass die Lehramtsausbildung des Landesverbandes Niedersachsen-Bremen der Freien Waldorfschulen auf aktuellem pädagogischen und wissenschaftlichen Niveau stattfindet und der Schulunterricht an den Waldorfschulen aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen folgt? Diese Fragen werden beantwortet durch Frau Senatorin Aulep. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Strunge, für den Senat beantworte ich die Fragen wie folgt. Zu Frage 1. Der Senat hat die benannte kritische Analyse des in Auszügen veröffentlichten impffeindlichen Textes zur Kenntnis genommen und bewertet den Text, soweit vorliegend, als wirr, irrational und wissenschaftlich in keiner Weise fundiert. Zu Frage 2. Dem Senat liegen keine Erkenntnisse über Impfverweigerung und impffeindliche Publikationen in Bezug auf Corona-Schutzimpfungen an den Freien Waldorfschulen in der Stadtgemeinde Bremen vor. Die vier Freien Waldorfschulen in der Stadtgemeinde Bremen versichern jeweils, dass keine Kenntnis darüber vorliege, dass Lehrkräfte, Schülerinnen oder Eltern ihrer Schulen sich aktiv gegen das Impfen gegen SARS-CoV-2 aussprechen oder in dieser Weise agierten. Impffeindliche Publikationen seien nicht aufgetreten. In den Informationen an die Eltern folge die Schulleitung den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und arbeite entsprechend mit der Senatorin für Kinder und Bildung zusammen. Die Schulleitung, deren Lehrkraft im Blogbeitrag als Autor des impfkritischen Textes benannt wird, versichert, die Existenz des Textes sei erst seit dem 16.09.2021 bekannt. Die Lehrkraft habe ihre impfkritische Haltung in keinerlei Weise aktiv in das Schulleben hineingetragen. Zu Frage 3. Der Senat trägt die Verantwortung dafür, dass private Ersatzschulen, so auch die Waldorfschulen, die gesetzlich vorgegebenen Genehmigungsbedingungen einhalten. Dazu gehört, dass die Schulen in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen, sowie dass die Schulen in ihren Bildungs- und Erziehungszielen nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. Der Senat prüft die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte von privaten Ersatzschulen, indem er grundsätzlich nur dann eine Lehrgenehmigung erteilt, wenn ein universitärer Master oder ein dem Master vergleichbarer universitärer Abschluss in einem Studienfach vorliegt, das hohe Affinität zu dem zu unterrichtenden Unterrichtsfach hat. Der Senat verantwortet nicht die Lehramtsausbildung des Landesverbandes Niedersachsen-Bremen der Freien Waldorfschulen. Diese Ausbildung erfüllt im Übrigen nicht das Kriterium der Vergleichbarkeit mit einem universitären Masterabschluss. Die Genehmigungsbedingungen der privaten Ersatzschulen, nach der die Schulen in ihren Bildungs- und Erziehungszielen nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen, wird fortlaufend gesichert durch die Teilnahme der SchülerInnen dieser Schulen an den zentralen Abschlussprüfungen sowie anlassbezogen durch die Einsichtnahme in die schulischen Fachcurricula sowie gegebenenfalls Unterrichtsbesuche. Anlässlich dieser Anfrage für die Fragestunde wurde die Wissenschaftsfundierung der naturwissenschaftlichen Fachcurricula durch Einsichtnahme der Fachaufsicht sichergestellt. Soweit die Antwort des Senats. Frau Kollegin Strunge, haben Sie eine Nachfrage dazu? Ja, Herr Präsident, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich hätte noch die Nachfrage, ob es Auftritte oder Aktionen von Impfverweigerern an öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen gegeben hat. Soweit dem Senat bekannt ist, hat es solche Auftritte oder Aktionen nicht gegeben. Eine weitere Frage, Frau Kollegin? Nein, vielen Dank.